Hey und ho und so. Ja, guten Morgen auch. Ein neuer Tag voller Arbeit liegt vor uns. Ich schaue hier noch gerade nur so ein bisschen. Ich habe hier einen Durchbruch gemacht vor meinem Schlafzimmer. Ich denke, hier vielleicht werde ich die neue Brücke hier rüber ansetzen. Vielleicht auf diesen Baum hier erstmal. Und das wird schon ein ordentliches Stück. Und von dort aus dann darüber irgendwie mal sehen. Man könnte auch noch hier links und rechts in weitere Bäume hinein, ja, graben, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist ja doch wohl eher ein Zurechtschneidern, ein Sägen und ein Nageln, ne? So, laufen wir hier mal rüber. Das ist auch mal eine schöne andere Strecke. Schupp. Und hier muss ja schließlich auch noch, ne, etwas gebaut werden. Ihr seht ja mal, das ist immer cool, wenn ihr oben das Blätterdach drüber hat. Da kann man bis hierhin noch irgendwie was bauen, aber oben sind dann die Blätter drüber. Das sieht dann immer noch schön aus wie ein Baum. So, dann geht's hier runter. Hua. Da bleiben wir ganz cool. Und dann machen wir nämlich erstmal schön. Kletterdingen weiter. Ja, gucken, ne? Vorsicht. Ja, es ist wieder jetzt diese Phase, wo ich sage, keine Monster da. Was ist denn los, ne? Und dann mit einem Mal schwuppdiwupps, boing, ne? Ist es schon wieder zu spät. Wenn man damit rechnet. Jetzt natürlich auch mal die Türen oben offen. Ich brauche dringend ein paar. Oh, ich habe gar keine. Ich habe keine Blätter mehr hier. Habe ich denn noch eine Schere? Ich habe auch keine Schere mehr. Alles kaputt gemacht. Aber ein Glowstone wollte ich mitnehmen und eine blaue Wolle wollte ich mitnehmen. Und dann mache ich mir mal eben eine Schere. So. Damit wir uns ein paar Blätter hacken. Die brauche ich nämlich gleich wieder für ein bisschen indirekte Beleuchtung. Und zwar ist der Platz vorne noch ziemlich dunkel. Da werde ich dann hier. Ja, jetzt habe ich nicht mehr genug Glowstone, deswegen mache ich hier erstmal die auf die einfache Art. Da stelle ich einfach Fackeln rein. Und dann kommt da gleich noch ein bisschen Blattwerk drüber. So, ja, hier noch nicht. Machen wir das hier mal. Was hatte ich hier vor? Da wollte ich mal ausprobieren, die blaue Wolle reinzusetzen. Inventar schon wieder völlig voll, ne? Also dabei war ich so stolz, dass ich so schön aufgeräumt habe und alles schön im Griff habe. Ne? Vielleicht nochmal so ein Teil da oben drauf. Lieber aus Koppelstein, glaube ich. Lass mal sehen. Ja. Gucken. Ich glaube, ich lasse das ganz weg mit dem Dachdeckel da oben drauf. Das sind immer diese Kleinigkeiten, an denen hält man sich echt am meisten auf, ne? So, jetzt wirkt es doch wie so ein, naja, ein Glowstone auf blauer Wolle, ne? Das sind ja immer so Sachen, die müssen einem ja nicht dauerhaft gefallen. Da ist jetzt nun mal schon mal, dass es getan ist. Und das sieht man immer, wenn man da vorbeikommt. Irgendwann fällt einem auf, ach so könnte man das doch machen. Gut, die eine Seite habe ich hier so ein bisschen noch befestigt. Mir auch mal hier eine Werkbank hingestellt. Mache ich da oben mal eben weiter. Wurde gerade halt von der Nacht überrascht. Naja, überrascht ist mal so gesagt, ne? Als wüsste man nicht, dass man. Dass nach 10 Minuten wieder, dass es wieder dunkel wird. So, aber ich glaube, man kommt jetzt schon ziemlich gut hier ran. Diese kleinen Seen hier, diese, oder die, ja, die kleinen Teiche da unten, die würde ich auch noch mal ein wenig. Wie habe ich das denn hier gemacht? Ah, so. Die würde ich auch noch mal ein wenig
umgestalten, noch ein bisschen hübscher machen irgendwie. Repräsentativer. So. Okay. So, dann hatte ich mich doch entschlossen, unten unter die Stufen umgedrehte Treppenstufen zu hängen. Das sieht besser aus, finde ich jetzt so. Besser als diese Slap-Geschichte vom letzten Mal. Ach so, das ging ja sogar auf hier. Okay. Wie habe ich das gemacht? Bis oben hin einfach. Ah, da komme ich noch gar nicht ran, da oben. Da muss ich noch mal eben hin. Sollte aber schon reichen, ne? Uah, ja, auch mal ein bisschen so Deko ran da und mal gucken, ne? Finde ich eigentlich ganz gut. Bis auf das, was mir jetzt im Weg rumsteht. Komme ich da denn jetzt nicht so ran? Geht das nicht? Nein. Reicht. Weg damit. Dann brauche ich von den Dschungelholz-Halbhölzern. Oh, falsche Höhe. Falsche Höhe. Wobei das nicht schlecht aussieht, wenn man das jetzt mehrstufig macht, ne? Lass mal sehen. Ich glaube, so mache ich das mal. Noch was dabei, ja, habe ich noch ein bisschen. Na, gut, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Machen wir noch ein bisschen Nachschub. Kann ja nicht schaden. Komm, die gehen sowieso eines Tages irgendwie weg. Her damit. Erstmal die. So eine Etage drunter. Von der anderen Seite kommt man aber besser ran, ne? Ja. Ja, so eine Plantage hat die Welt noch nicht gesehen. Alles nur um hier in Ruhe. Ein paar Dschungelbäume zu züchten. Ja, ist auch okay. Jetzt machen wir hier nämlich noch sowas. Nee, das sieht aber jetzt total. Das sieht jetzt aber total blöde aus, weil das viel zu bunt ist. Dann lassen wir es lieber schlicht. So. Ja, man könnte das hier noch von der Seite so ein bisschen. Ach Mensch, klar, mit Zäunen wollte ich eventuell noch arbeiten. Komm, das ein bisschen, es wird schon wieder ein bisschen duster, also müssen wir uns jetzt mal reinhauen hier. Boah, wie die Zeit immer vergeht, das ist unglaublich. Zäune habe ich hier schon. Hier. Komm, hier so die Hälfte von. Und ich muss auch mal eben schnell noch mal was essen. So mit so Zäunen da dran ist das immer ziemlich kultig. Erstmal so rangeklatscht, ne? Okay. Andere Seite auch. Wir haben jetzt Zäune, haben wir ja ohne Ende. Ich habe ja auch in der neuen Höhle hier im Dschungel, habe ich ja auch noch eine Mine entdeckt. Da kann man ja auch nochmal. Ah, das ist alles mal knifflig hier. Oh, jetzt wird es wieder rasant dunkel. Komm, eine Sache noch eben schnell.
Den Rest, den kann ich auch morgen früh noch machen. Langsam kommen wir wieder so ein bisschen in die Gefahrenzone hier. Ja, so würde man sich nämlich dann immer so einen Weg reinschneiden in den Baum und dann könnte man von oben nach unten so wegkloppen. Das ist super. Das ist ideal. Haben wir genug? Ja, 13 haben wir genug. Uah. Ah, komm, so gefährlich ist es jetzt auch wieder nicht. Hier einfach nur ein bisschen Blatt drüber, das wieder weg. Möchte jetzt auch mal sehen, wie, ob es auch hell genug ist. Taghell muss es ja nicht sein, das muss es bei mir nie sein. Wo bleibt denn da die Spannung, ne? So, aber es ist schon ziemlich, jetzt schon mal was anderes. Da hinten natürlich das Portal da oder was auch immer. Baumportal, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Na, das werden wir natürlich auch noch beleuchten. Zack, das ist klasse mit dem Hebel da. Vorhin habe ich es sogar geschafft, beim Vorbeilaufen den Hebel zu erwischen, ne? Das ist total genial. Ah, die Blätter, die brauchen wir jetzt eigentlich. Können wir die mal hier lassen? Und würde ich mal vorschlagen. Das brauchen wir auch alles noch. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir mal ein bisschen den Tunnel aufgraben. Das muss ja auch gemacht werden, ne? Man kann auch hier schon mal ein bisschen Schiene reinlegen, um zu gucken, wie das so, wie man das hier machen kann. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Da muss einfach die mittlere Linie hier wieder weg, der Mittelschacht. Ja, prima. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Da habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken zu gemacht, dass das hier eventuell nicht passen würde. Gut, was können wir denn hier machen? Ich meine, es ist ja jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass man hier so eine hohe Decke hat, ne? Es ist ja eigentlich auch nur dieser Streifen. Hier würde man was bauen, wo dann hier die Schiene drüber läuft. Machen wir mal aus Holz was. Ach, guck mal, das bisschen, das ist aber, das sieht ja eher schon, das sieht ja eher auch gut aus, so. Vielleicht nehmen wir anderes Holz. Na, ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig, da können wir mal gucken, aber, das ist gut. Hier, die Fackel ist natürlich blöde da, ne? Lieber hier und da. Sonst fackelt die noch das Holz ab, ne? Ja, da passt noch genau ein Stamm hin und dann ist es nämlich sehr schön. Hat man hier so einen fetten Holzstamm, mal gucken. Pff. Vielleicht auch was ist Pinienholz hier oder also Schiffdeck, ne, nenne ich das immer. Oder halt dieses Holz hier, das Tropenholz, ne. Ich lasse es erstmal so, mal so zum Gucken. Hier oben könnte man es wegen der Optik vielleicht bis zum Rand vorziehen. Aber ich weiß, man könnte jetzt die Schiene natürlich auch wieder hier unten drunter, unter dem Gang noch irgendwie führen und hast du nicht gesehen. Aber ich will das ja auch so machen, dass es dann auch wieder irgendwie praktisch ist. Wenn ich dann hier reinkomme und ich muss dann doch wieder irgendwie um 1000 Ecken rennen, um dann den Bahnhof zu erreichen, dann ist es irgendwie auch wieder nicht so toll. Das ist ja ein bisschen unpraktisch dann. So. Und wie gesagt, ich weiß nicht, müssen wir mal da hinten mal in diesem Höhlensystem gucken wir einfach mal, dass wir so vorsichtig mal ein Nethergate einbauen und mal so ein bisschen die Wände verkleiden, mal ein bisschen zuschneidern, so wie wir es damals in der Amy Winehouse-Höhle gemacht haben in der ersten Staffel. Oder da war ja auch so ein schöner Gang dahin und den haben wir ja so schön ausgebaut und geformt. Ne? Man hat da nie wieder Koppelsteinnot. So, komm, dann hauen wir das auch weg. Jetzt mache ich auch wirklich die ganze Strecke so. Weil, was soll das, ne?
draußen grunzen sie, das ist jetzt wieder ein gutes Gefühl, dann weiß ich wenigstens, dass es ihnen gut geht. Das dauert, wenn man auf Peaceful gespielt hat, ne, das dauert dann echt eine ganze Weile, bis wieder ringsherum. Es ist jetzt seitdem wieder das ist der dritte Spieltag, glaube ich, oder der vierte sogar schon. Die vierte Nacht ist es, glaube ich. Na. So, pass auf, jetzt machen wir hier. Ha, ich habe natürlich auch gar nicht mehr Holz hier, ne? Also. Vor allem sollte ich mich jetzt entscheiden mit dem Holz. Lasse ich erstmal so jetzt hier. Wenn ich den jetzt die ganze Strecke so mache und hinterher gefällt es mir dann doch nicht. Also jetzt muss ich eine Entscheidung haben, ganz klar. In welchem Holz wir da. Welchem Holz wir das so. Ich denke mal, das ist das Beste, wenn man dieses Dschungelholz nimmt. Wie bitte? Was? So, wie sieht's denn aus? Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich habe ja hier auch dieses normale Holz drin eingebaut, ne? Aber jetzt zum Vergleich. Eine Strecke Dschungel. Huch. Ja, also ich denke, es ist doch der klare Sieger, oder? Ich denke, das ist doch der Sieger, weil es einfach besser passt zu den Wänden, als das hier ist so völlig aus der Reihe dann. Völlig aus der Reihe getanzt. Komm, dann machen wir das einfach so. Weg mit den Schienen. Ach Gott, oh Gott, jetzt sind die wieder so. Aber es geht ganz einfach, indem man einfach hier das Holz weghaut. Dann hat man auch immer gleich die Schienen wieder parat. Wie weit ich da komme. Oh. Hab ich denn überhaupt noch genug von dem Dschungelholz? Natürlich. Mach mal so ein ganzes Stack. Richtig, und wie sieht das dann hier unten so aus? Ist das eigentlich auch noch okay oder? Ja, ich finde, das ist okay. Ich mag das auch richtig gern, dieses Holz. Also erst habe ich dann immer, als ich das Texture Pack gemacht habe, ein bisschen gedacht, ach, sieht vielleicht ein bisschen zu hart aus, zu steinig vielleicht sogar. Aber ich finde, ich habe mich so dran gewöhnt, es gefällt mir total gut inzwischen. Also ist immer schönes, warmes und doch sehr robustes Holz. Tralalalala. Das ist gut so. Komm, können wir das direkt machen? Macht doch gar keinen Sinn eigentlich, weil wir da hinten noch gar nicht wissen, wo wir da hinfahren, ne? Das ist. Ist ja wirklich nur Quatsch. Das passiert mir dann auch immer. Zack, plopp, wups, boing. Da müssen noch Power Rails rein. Ne? Oh, ich habe unten, glaube ich, an der Höhle noch irgendwo eine Kiste mit Gold gesehen. Das alles noch liegen lassen, weil mir das noch zu unheimlich war. Cool, haben wir das auch gemacht. Ist doch schön. Und ich finde, das geht dann auch so. Man kann diesen Tunnel dann gut benutzen als Fußweg und auch als Bahnstrecke. Ich meine, wir sind ja sowieso die Einzigsten. Also ich bin der Einzigste, der hier so lang läuft. Was soll es, ne? Wenn ich sowas jetzt auf einem Server bauen müsste, dann, obwohl das geht eigentlich auch bei so kurzen Strecken, weiß ja jeder, dass man nicht auf Schienen rumrennen soll und so, ne? Ist ja gefährlich, ne? Ja, hier muss ich natürlich gucken, dass ich auch den Startmechanismus einbauen kann. Aber hier drunter ist ja massives Gestein, ja. Das sollte eigentlich dann funktionieren.
Okay, aber das können wir dann ja mal sehen. Es ist wieder Tag draußen. Oh ja, ich kann weitermachen draußen. Yo. Cool. Voll abgefahren, Alter, ey. Ne? Und, mal gucken. Holzzäune war ich stehen geblieben. Holzzäune. Mach schneller hier. Immer gefährlich. Ja, hier auch den, ja genau, den Tümpel wollte ich noch anders machen. Na. Ja, das will jetzt nicht. Ist klar. Auch schön. Obwohl, warum nicht? Da könnte man vielleicht irgendwie. Pass mal auf, so auf zwei verschiedenen Höhen mache ich jetzt hier so außen. Ah! Was ist es denn die Möglichkeit jetzt hier? Ah! Jetzt aber immer in diesem Sumpf stecke ich hier fest. Pass auf, jetzt machen wir das so. Da ist das und da ist, machen wir dann hier, machen wir das dann hin. Pass auf. Das sieht bestimmt da lustig aus. Da kommen dann Fackeln drauf. Wie komme ich da ran? Gar nicht. Nochmal hoch. Aber hier so lang. So. Na. Leute, ihr müsst mal ein bisschen mehr auf mich aufpassen hier. Ich kriege ja hier wilde Sachen zusammen. So. Und mal eben angucken gehen. Und dann ist das Video schon wieder vorbei. Na, das ist ja nicht zu glauben. Ja, ich finde das total lustig. Mal irgendwie so. Pass auf, dann machen wir hier noch einen. Setzen wir noch einen drauf. Machen so nach vorne weg auch noch eine. Hier. Na? So nach dem Motto, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Okay, ich mach das dann hier auch mal. Hier hin. Und da oben hin. Ja, nicht doppelt. Einfach reicht. Den brauche ich nämlich jetzt hier noch für die Vorderseite. Klack. So. Fackeln drauf. Und dann war es das. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Okay. Jetzt aber. Und tschüss.